Scheiß drauf, was die anderen über euch denken. Das Video ist jetzt ein bisschen Freestyle-Me-Style, aber ich finde, das ist ein wichtiges Thema und deswegen möchte ich das einfach mal ansprechen und möchte euch da mal ein kleines bisschen die Augen öffnen. Viele von euch machen sich so viele Gedanken, was die anderen Leute über euch denken, dass ihr gar nicht mehr klar entscheiden könnt und dass ihr gar nicht mehr den Weg geht, den ihr gehen wollt, nur weil ihr euch Gedanken macht, was die anderen über euch denken. Das beste Beispiel ist, ich kenne viele, die gehen das erste Mal ins Fitnessstudio und dann ist da hinten dieser Freihantelbereich. Und alle denken sich, okay, ich will unbedingt dahin, aber ihr macht euch so viele Gedanken, okay, die Leute, die da hinten sind, die sind schon so krass breit, die wissen, was sie machen. Und wenn ich jetzt dahin gehe, was denken die dann über mich? Dann denken die, ah, was für ein Lutscher, erst einmal im Fitnessstudio, was hat der hier zu suchen? Der hat hier gar nichts zu suchen, der soll lieber wieder woanders hingehen. Aber Leute, jeder Mensch ist mit sich selbst beschäftigt. Die denken gar nicht über euch nach. Genauso wie ihr darüber nachdenkt, was denkt der über mich, sind die anderen nur mit sich selbst beschäftigt und denken auch, wie sieht der mich, was denkt der über mich? Und die haben gar keine Zeit damit, sich mit euch zu beschäftigen. Und die Menschen, die sich mit euch beschäftigen und denken, was das für ein Opfer, die haben im Leben sowieso keine Perspektive, weil die, sorry, wenn ich das so sage, aber diese Leute, die haben einfach eine falsche Persönlichkeit und alle Leute, die andere Leute schlecht reden, was soll ich dazu sagen? Aber von solchen Leuten, die irgendwas über euch denken, davon könnt ihr euch doch nicht von eurem Weg abbringen lassen. Bleibt auf eurem Weg, zieht einfach euer Ding durch, egal was die anderen denken mögen, auch wenn die nichts über euch denken, sondern wie gesagt, einfach über sich selbst, weil jeder Mensch ist sich selbst der Nächste und jeder denkt nur über das nach, was ihn beschäftigt. Und keiner hat diese Zeit, sich mit euch zu beschäftigen oder über das nachzudenken, was bei euch vielleicht noch nicht so gut ist, sondern die denken immer nur an ihre eigenen Schwachstellen und machen sich über ihre eigenen Schwachstellen Gedanken. Und deswegen verschwendet gar keine Zeit damit, was die anderen Menschen über euch denken, sondern macht euch klar, dass nur das zählt, was ihr über euch selbst denkt. Und deswegen arbeitet einfach daran, euer Selbstbewusstsein zu stärken. Und der beste Weg, euer Selbstbewusstsein zu stärken, ist Sachen zu machen, vor denen ihr Angst habt. Wie zum Beispiel das Beispiel, was ich gerade gesagt habe. Wenn ihr Angst davor habt, hinten in den Freihandelbereich zu gehen, dann geht einfach in den Freihandelbereich. Und je öfter ihr das macht, je öfter ihr eure Ängste überwindet, egal ob es jetzt der Freihandelbereich ist oder irgendwas anderes, irgendeine andere Sache im Leben, zum Beispiel das Mädchen anzusprechen, was ihr ansprechen möchtet, euch aber nie getraut habt, weil ihr Angst habt. Macht das einfach. Je öfter ihr über euren Schatten springt und eure Ängste besiegt, desto größer wird euer Selbstbewusstsein und euer Selbstvertrauen, weil ihr merkt, selbst wenn es nicht funktioniert, jetzt das Beispiel mit dem Mädchen. Ihr sprecht das Mädchen an, was ihr unbedingt haben wollt, und ihr kriegt einen Korb. Und dann? Dann ist das halt so. Dann habt ihr einen Korb bekommen. Geht davon die Welt unter? Nein. Seid ihr deswegen ein schlechterer Mensch? Nein. Macht die Sachen, vor denen ihr Angst habt, und glaubt mir, euer Leben wird sich so krass ändern. Das beste Beispiel bin ich selbst. Ich habe mir so lange Gedanken gemacht, mit Social Media anzufangen, bis ich dann wirklich angefangen habe, weil ich einfach so eine Angst davor hatte, was die Leute über mich denken, was meine Familie denkt, was meine Freunde denken, was könnte der über mich denken. Ja, wenn das nicht klappt, dann blamier ich mich, ich mache mich lächerlich. Und selbst wenn es nicht klappt, ich habe jetzt nicht die Riesenreichweite, aber selbst wenn es nicht klappt, und dann habe ich es probiert. Und für mein späteres Leben wird es mir mit Sicherheit irgendwas gebracht haben. Ich meine, früher konnte ich gar nicht vor der Kamera reden. Jetzt ist das für mich gar kein Problem mehr. Ich habe mein Handy hier, ich labere einfach da rein. Ich labere einfach in mein Handy, ohne dass ich mir irgendwelche Gedanken machen würde. Ich versuche euch weiterzuhelfen und das ist das, was mir Spaß macht. Und deswegen geht über eure Ängste hinaus, macht die Sachen, die ihr machen wollt, die ihr wirklich machen wollt. Und je öfter ihr, wie gesagt, über eure Grenzen und über eure Ängste und euren Schatten springt, desto größer wird euer Selbstvertrauen und desto weniger Gedanken macht ihr euch auch, was andere Menschen über euch denken könnten. So, Freunde, das war's jetzt mit diesem kurzen Video. Falls ihr mehr solcher Themen wollt und falls ihr mehr Einblicke auch ein bisschen in mein Leben haben wollt, dann vergesst auf gar keinen Fall, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und dem Video natürlich einen Daumen nach oben zu geben, weil das wird mir natürlich sehr helfen dabei, dass ich immer wieder solche Videos produzieren kann und dass ich natürlich auch die Zeit habe, solche Videos zu produzieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Springt über eure Ängste. Bis zum nächsten Mal. Peace.